Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Credit Matters TV, in der wir die globalen Trends der Sovereign Ratings diskutieren möchten. Mein Name ist Moritz Krämer, Chief Rating Officer von Standard & Poor's für Sovereign Ratings. Seit Beginn der Krise hat sich das durchschnittliche Rating der 129 gerateten Staaten um knapp eine Stufe verschlechtert auf irgendwo zwischen dreifach B und dreifach B minus, also im niedrigen sogenannten Investment Grade Bereich. Wir haben immer noch über die Hälfte, nämlich 55% aller Sovereigns im Investment Grade Bereich. Das ist ein wenig zurückgegangen von den 59% 2009, aber die Mehrzahl ist immer noch im dreifach B oder höheren Kategorien. Schauen Sie sich die folgende Grafik an. Auf dieser Grafik sehen Sie, wie sich die Upgrades und Downgrades, also Herauf- und Herabstufungen der letzten Jahre bewegt haben. Und Sie sehen, in den letzten 5 Jahren hatten wir durchschnittlich pro Monat ungefähr 2 Herabstufungen und eine Heraufstufung. Das hat sich auch in der ersten Hälfte von 2015 noch nicht verändert. Wo wir besonders eine Veränderung sehen, ist am ganz oberen Ende, nämlich beim sogenannten dreifach A, AAA-Bereich. Hier hatten wir vor der Krise 18 Staaten, mittlerweile sind es nur noch 12 und das Rating von Großbritannien hat mittlerweile auch einen negativen Ausblick. Das könnte also in den nächsten 1 bis 2 Jahren ebenfalls das Dreifach-A-Rating verlieren. Auf der anderen Seite haben wir die Niederlande, die im November 2013 das Dreifach-A-Rating verloren hatte, hat jetzt aber wieder einen positiven Ausblick. Und wenn es gelingen sollte, das Dreifach-A wieder zu erlangen, wäre das in unserer Ratingsgeschichte der schnellste Prozess. Normalerweise hat es zwischen 10 und 17 Jahren gedauert, wenn ein verlorenes AAA wiedergewonnen wurde. Also hier ist durchaus sehr viel Dynamik drin. Wie wird es wahrscheinlich weitergehen mit den Ratings? Schauen Sie auf die nächste Grafik, die Sie auf dem Schirm sehen. Auf dieser Grafik sehen Sie die Ausblicke, und zwar sehen wir hier für Regionen geordnet Europa, Asien, Lateinamerika, Nahost und Afrika, wie sich die positiven minus der negativen Ausblicke sich die Situation darstellt. Und wir sehen, wenn wir vergleichen 2009 in den roten Balken mit Juni 2015 in den blauen Balken, dass sich insbesondere in Europa eine sehr starke Verbesserung breit gemacht hat, während die Ausblicke sehr auf der negativen Seite konzentriert waren. 2009 sehen wir jetzt sogar netto einen positiven Ausblick. Das ist eine klare Verbesserung, die insbesondere in Europa, aber auch beispielsweise in Asien erkennbar ist. Unsere Ausblicke indizieren, wo sich das Rating innerhalb der nächsten 1 bis 2 Jahre möglicherweise hinbewegen wird. Wir haben mittlerweile nur noch eine sehr geringe negative, global negative, netto negative Zahl, also mehr negative als positive Ausblicke. Allerdings ist das mittlerweile fast ausgeglichen. Wir glauben also, dass eine gute Chance besteht, dass was die Staatenratings global angeht, die Talsohle demnächst erreicht sein dürfte und sich die Situation stabilisiert. Das sehen wir insbesondere in Europa, auch in der Eurozone, wo wir zurzeit positive Ausblicke haben. Für die Niederlande habe ich bereits erwähnt, aber auch für Portugal, Zypern, Slowenien und die Slowakei. Ende letzten Jahres war das nur die Slowakei, ein einziger positiver Ausblick. Also es tut sich was im Positiven. Auf der anderen Seite allerdings haben wir auch noch negative Ausblicke. Griechenland natürlich fällt auf, aber auch Frankreich, die zweitwichtigste Ökonomie der Eurozone. Summa summarum, Stabilisierung scheint in Sicht. Das durchschnittliche Rating von den 129 gerateten Staaten wird sich wahrscheinlich stabilisieren und im Investment-Grade-Bereich bleiben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.